Ja, moin moin und hallo und herzlich willkommen und herzlich willkommen zurück und herzlich willkommen zurück. Dauerschleife, genau, in Wolfenstein, einer neuen Folge. Ja, ich muss irgendwie ins Obergeschoss. Ah, jetzt kommen wir auf einmal hier hoch? Aha, das ging ja eben noch nicht. Interessant, interessant, interessant. Okay. Ja, was uns jetzt vor die Flinte läuft, mit dem wird höchstwahrscheinlich nicht gut Kirschen essen. Okay, das brauche ich. WTF, der schneidet sich da durch. Kunstwerk. So, bin ich im Obergeschoss? Sieht so aus. Okay. Okay, okay, okay. Oh. Nein. Die haben das zugeklebt. Wie schön. Okay, geht irgendwie nicht. Ich hätte es probiert. Und drück den Buzzer. Coole Musik. Ich bekomme Besuch. Ihr seid echt verrückt, Alter. Ja, ihr seid echt verrückt, Alter. Oh, es wird so geil jetzt. Oder? Gibt's jetzt Action? Nö. WTF, mit was sind da... Was ist mit euch? Sag mal. Was ist mit der Rollstuhlfahrerin da? Die sind da reingeflogen mit diesen Dingern. Na komm, nehme ich doch mit. Jetzt muss ich die alte Strulle da tragen. Muss ich hier hin? Kann das sein? Ja. Alle Mann an Bord! Wie haben Sie überlebt? Ich dachte, Sie wären tot. Ich kann mich kaum erinnern. Ich habe Hans Grosse ins Gesicht geschlagen. Bin in den Himmel aufgestiegen. Für einen Moment dachte ich, ich sterbe. Dann der Fall, dann Schmerzen, die schlimmsten meines Lebens. Als würden meine Eingeweide zerquetscht. Ich konnte mich kaum bewegen, musste kriechen und habe mich nach 3 Tagen in einem Graben gefunden. Lag lange in einem Wiesenau-Krankenhaus. Die haben mich mit Zeug vollgepumpt. Infektion. Ich will gar nicht daran denken. Das mit Ihren Beinen tut mir leid. Muss es nicht. Ich kann ja jetzt fliegen. Im Moment hat das Priorität. Wer sind die Dadjishu? Wie können wir Kontakt aufnehmen? Anya, was wissen wir über sie? Fast nichts, aber ich habe ein paar Ideen. Gut. Anya, Sie übernehmen das. Blazkowicz, was immer sie braucht, Sie helfen ihr, ja? Yeah, das hat ja Stil. Könntest du mal kurz rüberkommen? Natürlich komme ich zu dir rüber. Ich habe ein paar interessante Spuren. Dieses Pergament ist eine Anleitung für eine Art Spezialbeton. Hat das Regime damit etwa diese ganzen Betonungetüme hier aus dem Boden gestampft?
Ja, alles, sogar dieses hier. Sie verwenden nur diesen Beton. So konnten sie diese ganzen Städte so schnell fertigstellen. Jetzt wissen wir, was es ist, aber ich brauche eine Probe zur näheren Untersuchung. Könntest du mir ein Stück Beton besorgen, das mit Schimmel befallen ist? Es müsste porös genug sein, dass du es herausschneiden kannst. Sollst du kriegen. Ich habe Schimmel gesehen, drüben bei den Hubschraubern. Außerdem gibt es eine verschlüsselte Liste mit den Mitgliedern der Dati Shoot in Polen während des Kriegs. Ich muss sie mit dem offiziellen Register der verfolgten Bürger der ersten Kriegsjahre vergleichen. Du findest sie vielleicht im Archiv. Ich kümmere mich darum. Und da ist noch etwas. Es ist ziemlich wichtig. Was? Das wäre alles. Du kannst los. Was ist denn mit dir los hier? Alter. Hol mir dies, hol mir das. Ich bin eine Frau. Bei den Helikoptern habe ich was gesehen. Hol mir das bitte. Hey, was ist mit ihr nur los? Finde den Schlüssel. Wer lacht hier so? Wir brauchen den Schlüssel, Idiot. Fergus Reed war vorhin hier. Jawohl. Er hat den Schlüssel. Okay. Das heißt, Schlüssel finden, Beton finden, Akte finden. Keine Ahnung, was noch. So, wo ist der Beton mit Schimmel? Achtung, Schimmel. Hubschrauber müssen die Abdeckung weggeblasen haben. Von wo? Von wo weggeblasen? Hey, ich bin so froh, dass dir hier alles gezeigt wird, wirklich. Achtung, Schimmel. Hier vielleicht irgendwo? Nö. Nö? Was mit dir? Das nicht. Ah, hier, Schimmel. Das ist ein Schimmelfleck. Auch eine Kreissäge, um eine Probe herauszuschneiden. Eine geht auch ein paar Werkzeuge haben. Oh, WTF. Alter. Okay. Max Haas? Ziemlich tief gesunken, Mr. Big Cheese. Sie sind jetzt im Kanalisationssystem. Sie finden doch die Lösung. Logo. Na toll, wirklich. Da macht man einmal was für eine Dame und dann so etwas. Oh, was ist das hier? Komme ich da eigentlich durch? Nö. Ja, ich schätze nicht, dass ich... Okay, ich brauche meine Waffe schon. So, hier ist offen. Läuft bei uns. So. Jetzt wird es interessant. Wir wollen eigentlich nur ein Stück Beton holen und auf einmal bricht hier das ganze Chaos aus. Okay. Und ich schätze bzw. rechne mit ziemlich vielen Gegnern. Tot? Ja. Andere Richtung? Ja, ein Koffer. Ja, Reflexion. Was ist das jetzt? Ah, das geht noch etwas weiter, oder was? Ja, der Laser, der macht schon Laune, ne? So. Den Laser aufladen würde auch Laune machen, ohne Scheiß. Was mit dir? So. Jawohl. Das ist eine schöne Schrotflinte, ne?
Alter, jetzt reicht's aber schon, ne? Schrotpatronen, Schrotpatronen, Schrotpatronen. Okay, ich hoffe, das ist nicht unser Laser. So, mal hier nach oben. Dann wird man uns loben. Hier sind eh keine Gegner mehr. Ja, fast keine. Na komm her. Oh, das war knapp. Ey, das nervt wirklich. Alter Falter. Und das nur wegen so einem blöden Brocken Stein. Okay, hier geht's auch nach oben. Ich bin nur neugierig und will wirklich sehen, was hier oben ist. Und? Gegner? Na, etwas Nahrung. Nimm. Und ich schätze... Schneide die Bodenprobe raus. Ja, da unten war aber noch was, ne? So, kletter runter. Spring runter. Ist dasselbe. Okay. Das war's. Wegen dem bin ich hier rein jetzt. Ja, sieht so aus, ne? Okay. Durchkommen tue ich nirgendwo. Ich würde sagen, wir laufen einfach wieder zu unserer kleinen Bodenprobe. Die blöde Tante hier. Ah, ich bin eine Frau. Hol mir eine Bodenprobe. Ah, ich brauche noch ein paar Akten. Du bekommst von mir ein Bussi. Zurück, Captain Blazkowicz. Ja, ja. Was zur Hölle machen Sie da? Ein Forschungsprojekt. Sie machen Max Angst. Sorry, Kumpel. Hätte nicht gedacht, dass er so ausflippt. Los, Max, gehen wir. Ist das sein Sohn? Nein. Naja, irgendwie, ich weiß nicht. Also nicht sein Sohn. Es ist so. Klaus hatte mal einen Sohn, im Krieg geboren. Ein Wunder, sagt er. Sie hatten es jahrelang versucht, er und seine Frau. Er wäre bestimmt ein guter Vater. Für einen von denen. Das Kind hatte einen verkrüppelten Fuß. Klaus wusste natürlich sofort, was das bedeutete. Er bat die Ärzte inständig, es nicht zu melden. Als die Geheimpolizei den Jungen mitnehmen wollte, schritten Klaus und seine Frau ein und sie bekam eine Kugel in den Kopf. Das Kind auch. Klaus konnte sie nicht beschützen. Dafür gibt er sich die Schuld. Ich glaube ja. Und er wird dem Regime nie verzeihen. Ja, wir haben den Stein der Weisheit. Vielleicht sollte ich noch Max sehen, ob es ihm gut geht. Ja, Logo. Sind wir jetzt der Kindergarten-Daddy hier, oder was? Nach Max sehen, nach allen anderen auch noch. Was ist das hier? Das Spielzeug hat dich gefunden. Ich weiß gar nicht, ob ich das Spielzeug finden muss, ne? Ist vielleicht für Max? Nehme ich mal an. Aber ich kann ja nicht widerstehen, wenn da so ein kleiner Roboter vorbeiläuft. So. Max. Hast du dein Spielzeug verloren, Max? Ich hab dein Spielzeug. Was ist mit dir? Finde Max... Ich hab Max Spielzeug. Verdammte Scheiße hier.
Wach auf hier. Nee, komm. Fergus, ich brauche den Schlüssel zum Archiv. Haben Sie ihn? Ja. Moment. Fuck, fuck, fuck! Alles okay, Fergus? Ich werde alt, Blazkowicz. Keine Ahnung, wie lange ich das alles noch mitmache. Es wird schon klappen. Wir können es noch schaffen. Ja? Und wie lange noch? Was soll das werden, Fergus? Ich weiß es nicht. Nichts. Alles. Es geht um den Jungen, verdammt. Private Wyatt. Er sollte hier stehen, nicht ich. Er war noch jung. Er hatte Potenzial. Mit ihm gäbe es eine Zukunft. Wir beide sind Relikte aus der Vergangenheit, die nur noch der Wille aufrechthält. Ich habe die falsche Wahl getroffen. Tja, ist ziemlich offensichtlich, oder? Ich war bereit zu sterben. Ich hätte es gern getan. Ich habe meinen Arsch gegeben, um den Jungen zu beschützen, Blazkowicz. Und Sie haben sein Leben einfach weggeworfen. Erinnern Sie sich an Prendergast? Der Kerl hat einfach alles überlebt. Und jetzt ist er tot. Sie sind alle tot. Und Sie sitzen hier mit diesem nutzlosen Greis. Ich meine, wie soll es langfristig weitergehen, hm? Wer wird übernehmen, wenn wir die Zügel nicht mehr halten können? Fuck! Und jetzt raus mit Ihnen. Ich muss mich ausruhen. Oh, so ein Böser. Ich hab dein Spielzeug, Max. Ah, komm. Okay, hier kann man nicht drüber springen. Schön langsam. Nervt. So, okay. Noch ein Spielzeug auf der Flucht. Okay, es ist anscheinend mehr Spielzeug. Was ich finden muss. Blöder Tussi da. Okay. Geben wir unser Zeug zurück zu unserer wunderschönen Dame. Danke, William. Gib mir etwas Zeit, ihn zu untersuchen. Ich denke, ich bin da an etwas dran. Kaugummi? Ist gut? Kirsche? Nee, aber danke. Super Beton. Der wichtigste Baustoff des Regimes. Er basiert auf Dati-Schuh-Technologie, ist nahezu perfekt. Doch nach einiger Zeit wird er anfällig für Schimmel. Jemand hat die Zusammensetzung manipuliert, jemand, der sein Geheimnis kennt. Ich habe das Zeug analysiert. Diese Art von Kalkstein gibt es nur im Norden von Kroatien. Nun, sehen Sie hier. Der Name Seth Roth. Er taucht dreimal in den Dokumenten über die Dati-Schut auf. Laut offiziellem Register wurde er vor etwa 20 Jahren festgenommen und anschließend in das Lager Selo gebracht, in Nordkroatien. Und da wird es interessant. In diesem Lager wird Kalkstein abgebaut. Er dient zur Herstellung von Superbeton. Ich bin sicher, dort werden wir Seth Roth finden. Ein lebendes Mitglied der Dati-Schut. Das Problem ist, die Sache ist sehr unsicher. Er ist ein alter Mann, vielleicht ist er schon tot. Wir können so eine große Einrichtung nicht einfach stürmen und hoffen, ihn auszumachen, bevor die mit einer ganzen Armee anrücken. Also, was ist der Plan? Jemand muss reingehen und ihn finden. Undercover. Freiwillige vor. Sind Sie bereit dafür, Blazkowicz? Ich war so arrogant und dumm. Niemand ist jemals für so etwas bereit. Raus, raus! Bewegung, Saubande! Schneller, schneller! Bitte, bitte, gute Frau, sie liegt im Sterben! Was? Okay. So, die Dame kennen wir. Oh. Ich sehe einen nicht in die Augen. Saubande! Nein, nein. Oh, Engel. Nein. Dem hier? Nein, ihr kennt uns nicht. Massiv.
Kopf. Nee, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Der kann sicher nein. schwer arbeiten. Bitte. Nein, nein, nein. Na gut. Wolfgang, der hier. Jawohl, Lagerkommandant. Nein. Okay, ihr bekommt alle meinen Zorn zu spüren. Aber wie mein Zorn aussehen wird. Seht ihr in der nächsten Folge. Euer Memento Mori. Ciao, ciao.